Ich weiß, dass ihr uns fürchtet. Kommandantin Meredith, benutzt diese Furcht, um die Kontrolle über eure Stadt zu erlangen. Sie widersetzt sich jedem Bestreben, wie Comte Dumas zu ersetzen. Und ihr habt das Chaos ihrer Herrschaft gesehen. Werdet ihr das weiterhin zulassen? Kehrt alle nach Hause zurück. Diese Posse ist vorbei. Wartet! Vielleicht sind einige hier anderer Meinung als ihr, Kommandantin. Versteckt euch nicht hinter dem Champion. Sie hat hiermit nichts zu tun. Ihr solltet euch besser beide beruhigen, bevor die Sache eskaliert. Ich soll mich beruhigen, während ein Magier einen Aufstand anzettelt? Sicher nicht. Die Ansichten des Champions wären bestimmt interessant. Oder fürchtet ihr, was sie zu sagen hat? Ich fürchte gar nichts. Mir geht es hier nur darum, die Ordnung zu bewahren und die Unschuldigen zu schützen. Der erste Verzauberer hat euch vorgeworfen, die Kontrolle über die Stadt an euch reißen zu wollen. Die Stadt. Ich versuche, Ordnung zu wahren, bis ein fähiger Herrscher kommt, der erfolgreich ist, wo Dumas versagt hat. Und andernfalls? Sollen die Templer auf ewig in Corvall herrschen? Wir werden nicht untätig bleiben, wenn die Stadt um uns herum in Flammen steht. Der Templerorden existiert zum Schutz von Kirche und Zirkel. Ihr solltet dem Adel die Herrschaft über die Stadt überlassen. Ich brauche weder euch noch sonst jemanden, der mir meine Pflichten erklärt, Magier. Der erste Verzauberer hat recht. Ihr solltet nicht über Kirkwall herrschen. Und dennoch werde ich es weiterhin tun, bis dereinst die Stadt sicher ist. Seht ihr? Sie verschließt sich jeder Vernunft. Wie auch immer, Kommandantin, ihr habt nicht Unrecht. Seht der Wahrheit ins Auge, Kommandantin. Ihr seid am Ende. Darüber werde ich befinden. Ich ganz allein. Oh je, oh je. Welch schrecklicher Tumult. Dieser Magier ruft zur Rebellion auf, euer Gnaden. Ich kümmere mich bereits darum. Ah, Orsino. Zutiefst frustriert. Haltet ihr das wirklich für klug? Ich... Nein, euer Gnaden. Natürlich nicht. Ihr jungen Männer, bringt den ersten Verzauberer bitte zurück zum Zirkel. Sachte. Versteht sich. Euer Gnaden, man sollte ihn in Eisen schlagen, ein Exempel statuieren. Das reicht, Meredith. Ihr seht doch, das schadet uns allen. Geht jetzt zurück zur Galgenburg und beruhigt euch. Wie ein braves Mädchen. Danke, dass ihr eingegriffen habt, Champion. Hättet ihr nicht... Ihr seid die oberste Klerikerin. Unterstehen euch nicht die Templer und der Zirkel? Oh je. Ihr habt eine gewagte Vorstellung meiner Einflussmöglichkeiten. Gute Leute von Kirkwall, geht nach Hause, ich bitte euch. Wir werden das heute nicht klären können. Und jetzt kümmere ich mich um die Galgenburg. Man wird dort Vernunft annehmen, wenn der Erbauer es wünscht. Nochmals danke, Champion. Ich bin lieber ein niederer Bruder, als hier zwischen Pracht und Heimtücke zu leben. Die oberste Klerikerin kann nicht weiterhin fröhlich winken und vorgeben, das Problem sei gelöst. Das ist nicht besser, als wenn sie Meredith aktiv unterstützen würde. Hawk. Bei unserem Abzug aus Kirkwall haben zahlreiche Kunari ihr Leben verloren. Ich wurde gesandt, um ihre Schwerter einzusammeln. Solltet ihr also ein Kunari-Schwert finden, dann bringt es bitte zu mir. Ich werde die Augen offen halten. Ihr findet mich hier. Wie könnt ihr nur weiterhin zu ihr halten? Zu wem? Zu dieser schlotternden alten Schachtel von einer obersten Klerikerin. Wie könnt ihr es wagen?
Athena ist alles, was eine Oberklerikerin sein sollte. Sie ist heilig, weise, ohne Rückgrat, zögerlich. Sie ist Wachs in den Händen von Meredith. Im Angesicht der Gefahr ist es manchmal das Mutigste, beiseite zu treten und darauf zu vertrauen, dass der Erbauer für Gerechtigkeit sorgen wird. Nun, wenn... Der Champion von Kirkwall. Euer Ruf eilt euch voraus. Verzeih, ich sollte mich ordentlich vorstellen. Mein Name ist Nuncio Caldera Lanos und ich bin ein Adeliger aus dem pittoresken Land Antiva. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ich komme zu euch, weil ich Unterstützung brauche. Ein elfischer Meuchelmörder, den ich verfolge, hält sich in dieser Gegend auf. Unglücklicherweise hat er Unterschlupf bei den hiesigen Dälisch gefunden. Sicherlich mit Verweis auf die gemeinsame Abstammung. Er ist ein meisterlicher Intrigant, der sogar die Seinen gefährden würde, um sein Überleben zu sichern. Euer Meuchelmörder ist kein Narr. Ich bezweifle, dass die Dälisch euch einen anderen Elf ausliefern würden, ob Mörder oder nicht. Ihr habt mein Problem verstanden. Wo dieser Elf auch hingeht, der Tod folgt ihm auf dem Fuße. Er muss schnellstens dingfest gemacht werden. Ich habe gehört, dass ihr gute Beziehungen zu den Dälisch pflegt und hoffte, ihr könntet an Orte gelangen, die meinen Männern verwehrt sind. Findet heraus, wo der Meuchelmörder sich versteckt und nehmt ihn fest. Ich werde sehen, was ich tun kann. Bei den Dälisch gibt es eine Frau namens Variel, die mit ihm befreundet ist. Sie solltet ihr als erstes befragen. Wir werden nicht mehr hier sein, wenn ihr zurückkehrt. Wir haben ein Lager außerhalb der Stadt. Dort findet ihr uns. Schon, Gänseblümchen. Ihr habt euch schon seit Tagen hier drin verkrochen. Wenn ihr nicht bald ein wenig Sonne bekommt, verwelkt ihr uns noch. Ich bin keine Pflanze, Varric. Mir geht's gut. Schlendert einfach ein wenig über den Unterstadtmarkt. Schnappt ein wenig frische Luft, dann höre ich auch auf, euch auf die Nerven zu gehen. Ich weiß, ihr meint es gut. Aber ich habe im Moment einfach zu viel zu tun. Ich überlasse es euch, sie zur Vernunft zu bringen, Hawk. Varric ist wirklich nett. Er kann einem zwar auf die Nerven gehen und ist ein schrecklicher Wichtigtuer, aber er ist nett. Habt ihr nach mir gesucht? Es ist doch alles in Ordnung, oder? Ja, alles in Ordnung. Ich wollte nur mal sehen, wie es euch geht. Und ich bin mal wieder eine schreckliche Gastgeberin, wie üblich. Als ich neulich auf dem Markt war, dachte ich, ich hätte im Augenwinkel Tamlin gesehen. Ich habe geblinzelt und er war weg. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte. Vielleicht gar nichts. Vielleicht werde ich langsam verrückt. Ich vermisse sie einfach alle. Sogar die Hüterin. Ich bin mir sicher, die Hüterin würde sich freuen, euch wiederzusehen. Davon bin ich überzeugt. Sie liebt es, anderen Vorträge zu halten. Ich wette, ihre neue Erste hat viel Freude daran. Ich wünschte, ich hätte erkannt, aber das spielt keine Rolle. Ich bin jetzt hier. Vielleicht hat Varric ja recht. Wollen wir eine Weile nach draußen gehen? Ich könnte ein wenig Sonne vertragen.